Es ist wieder so weit, es ist Winter, es ist nass und kalt und vor allem auch rutschig und glatt für aussen. Und dabei ist ganz wichtig das Thema Sturzprophylaxe. Heute möchte ich Ihnen gerne ein paar Übungen zeigen, wie Sie können üben können, dass Sie nicht so rutschen. Ein kleiner Tipp, wie Sie sich fortbewegen können, wenn es wirklich ganz glatt ist, ohne dass Sie das Gleichgewicht verlieren. Und natürlich auch ein paar andere Gedanken weitergeben. Wie zum Beispiel, vergessen Sie nicht, wenn es so Wetter ist, wie jetzt gerade im Moment für aussen, richtig gute Schuhe mit einem Profil anzulegen. Es gibt auch ganz gäbige Schuhe mittlerweile, wo man unten einfach so ein Kläppchen aufmachen kann und dann hat man wie ein leichtes Eiseli dran, so ein richtiger Winterboot. Oder es gibt natürlich dann auch ein solche Eiseli, wo man drüber ziehen kann über die Schuhe, was schon sehr, sehr viel hilft. Sehr viele Leute, gerade wenn sie bei uns in Therapie kommen, haben sie gedacht, ja, ich muss ja nur noch schnell vom Auto bis in die Praxis und wieder retour und schon ist es passiert und dann hat man eine Armfraktur. Das möchte man natürlich nicht. Auch an die Leute, die unterwegs sind mit einem Stock oder mit Krücken, dort gibt es übrigens auch Aufsätze, die wie ein Eiseli sind, die man aufklappen kann, wenn man es braucht, damit man dort viel mehr Grip und eben weniger Rutschgefahr hat, wenn man unterwegs ist. Jetzt zu meinem Tipp, wie bewegen Sie sich auf dem Eis, ohne dass Sie da das Gleichgewicht verlieren und eben so typisch den klassischen Hinten-Rausrutscher haben. Da dürfen Sie mal einmal meinen ganzen Körper anschauen. Wenn ich jetzt normal stehe und normal laufe und geradeaus schaue, das ist zwar toll, das möchten wir ja meistens auch, aber wenn ich jetzt hier schön marschiere, dann ist mein Körperschwerpunkt in der Mitte von meiner Standfläche, also zwischen meinen beiden Füßen. Das heisst, ich habe viel mehr Tendenz, dass ich mit dem vorderen Fuß, wo ich das Gewicht nachher drauf gebe, ausrutsche und dann klassisch hinten auf das Füdli oder auf den Rücken rutsche. Jetzt nehmen wir uns zum Beispiel der Pinguin. Der Pinguin ist ja immer auf dem Eis unterwegs und der macht das eigentlich ganz gut. Der lehnt sich ein bisschen vor. Also der bringt ein bisschen Gewicht nach vorne, sodass wenn wir laufen, das Gewicht nicht zwischen unseren Füßen ist, sondern immer schön vor dem oder über dem vorderen Fuß und so haben wir einen viel sichereren Stand. Also Sie dürfen sich ruhig ein bisschen vorlegen, wenn Sie auf dem Eis unterwegs sind, dass Sie dort einfach weniger die Rutschtendenz haben. Und jetzt kommen wir zu unserem Übungen, damit uns das sowieso nicht passiert. Zuerst starten wir mit unseren Füßen. Wir wollen nämlich gute Fußmuskulatur haben und für das machen Sie einen ganz einfachen Zehenstand und einen Fersenstand und suchen sich natürlich auch immer eine Möglichkeit, wo Sie sich haben könnten. Küchenkombination, Brünneli, Heizung und so weiter und so fort. Sie lehnen das Gewicht vor, lüpfen Ihre Fersen auf, kommen auf Ihre Zehen und dann machen wir das Gegenteil. Dann lüpfen wir unsere Vorfüße, wenn möglich, auf und stehen auf unsere Fersen. Und das machen wir so schön hin und her. Und tun dabei ganz gut auch unseren Bauch aktivieren und vielleicht sogar auch ein bisschen die Füllibacken aktivieren. Jetzt, wenn Sie sich haben, ist das vielleicht viel zu einfach. Wenn das der Fall ist, dürfen Sie natürlich gerne auch ausprobieren, wie ist es, wenn ich meine Hand loslasse? Kann ich da immer noch den Rhythmus behalten? Muss ich vielleicht ein bisschen langsamer das machen? Genau. Und dann machen Sie eigentlich so lange weiter, bis Sie ein kleines Brunnen merken in Ihren Wadli. Und dann ist es Zeit, um die Übung zu wechseln. Die nächste Übung ist ein ganz simpler und einfacher Einbeinstand. Sie stellen sich also auf ein Bein drauf. Das ganze Gewicht kommt über das Bein drüber. Auch hier wieder suchen Sie sich eine Nähe zu etwas, wo Sie sich haben können. Und jetzt, wenn Sie das gut können und das schon fast ein bisschen langweilig ist, auf einem Bein zu stehen, dann tun Sie zusätzlich probieren, mit dem anderen Bein vorne und hinten den Boden zu berühren, anzutippen. Da ist wichtig, dass Sie nicht jedes Mal das Gewicht auf das tippende Bein draufgehen und es so vorne und hinten anfangen zu schaukeln, sondern wirklich, dass Sie das Gewicht über dem Standbein behalten und Sie werden dann auch merken, dass das Standbein, vor allem die Hüfte, dass die müde wird und auch ein bisschen anfängt zu brennen. Und da sind wir schon wieder beim Stichwort. Wenn es anfängt zu brennen, dann ist es Zeit, um die Übung zu wechseln. Es darf aber ruhig ein bisschen brennen, also hören Sie nicht zu früh auf.
auf und dann machen wir genau das Gleiche auf dem anderen Bein. So, sie bringen wieder das ganze Gewicht schön über den Stampfuß und wenn es ihnen zu langweilig ist, einfach nur zu stehen, dann fangen sie an, mit dem Bein vorne und hintere anzutippen. Auch hier wieder machen wir so lang, bis der Oberschenkel ein bisschen anfängt zu brennen. Meistens ist es eben hier so eine seitliche Hüftmuskulatur. Wir machen noch 3, noch 2 und noch 1. Gut, jetzt haben wir ja beim Pinguin schon gesehen, wie wichtig das Führerlehnen ist. Und für das ist auch immer ganz, ganz wichtig, unsere Knie beugen oder eben auch das Squat. So, als nächste Übung sitzen Sie hinten ab, lehnen Sie den Oberkörper nach vorne und tun Sie Ihre Arme gleichzeitig auch nach vorne strecken. Stehen Sie wieder auf, machen Sie sich schön gross, gehen Sie wieder hinten ab. Wenn Sie sich jetzt hier unsicher fühlen, dann können Sie jederzeit Ihre Hände irgendwo neu vorne an einer Stuhllehne zum Beispiel haben oder eben auch wieder Küchenkombination. Und schauen Sie, dass Sie eine lange Linie haben vom Scheitel bis zum Steißbein. Sie sehen, ich mache nicht einen runden Rücken, ich mache nicht das hier. Das machen wir meistens schon genug den ganzen Tag lang, sondern wir versuchen wirklich, das Füßchen hinten rauszustrecken und einen schönen, flachen, geraden Rücken zu machen. Auch hier wieder, wir warten, bis es anfängt zu brennen. Jetzt werden Sie den Oberschenkel vorne spüren. Machen das noch 3, noch 2 und noch 1. Gut. Das sind 3 Übungen, die Sie regelmässig machen können, damit Sie hier ein bisschen sicherer werden auf dem Eis. Was ich Ihnen natürlich auch empfehlen kann, es gibt an vielen verschiedenen Orten, Sportix, Decathlon und so weiter und so fort, auch so Balance-Scheiben, die sich auch hervorragend eignen, um die Balance ein bisschen üben und die Kraft in den Beinen. Da kann man ganz viele tolle Sachen damit machen. Draufstehen, hin und her, Balance suchen und es lohnt sich wirklich, eine Investition von so einer einfachen Scheibe, die unten entweder so einen Halbkreis zum Beispiel hat in der Mitte oder wie jetzt hier bei diesem Beispiel links und rechts. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spass beim Trainieren und rutschen Sie nicht aus.